Fünf Freunde, Folge 162. Fünf Freunde und die Legende vom versteckten Sohn. Wir sollten uns den Keller unbedingt noch mal genauer anschauen. Unbedingt. Ich bleib lieber bei meinem Opa. Das ist gut so. So kannst du Mrs. Kingsley im Blick behalten. Okay. Passt auf euch auf. Logo. Das machen wir. Gemeinsam mit Timmy schlichen Julian und George zum Keller hinunter. Schon auf dem Weg dahin zeigte sich Timmy sehr unruhig, sodass die beiden vorsichtig waren. Sie öffneten die Kellertür nur einen Spalt. Da sahen sie, dass der alte Schrank von der Wand gerückt war und hörten lautes Klopfen. Jemand musste sich zwischen dem Schrank und der Kellerwand befinden. Die drei huschten durch die Tür und schlichen sich hinter einen großen Haufen sperriger Gegenstände. Von dort aus konnten sie einen Mann sehen, der sich hinter dem Schrank mit einem Brecheisen zu schaffen machte. Mann, sitzt der fest. Na los, Mann. Das ist Neville. Ja. Achtung, da kommt jemand. Leise, Timmy. Meine Freunde sind nicht in den Keller gegangen, Helen. Wirklich nicht. Und warum steht dann die Tür auf? Keine Ahnung. Aber sehen Sie? Die sind nicht hier. Ja, sehe ich. Und jetzt nerv mich nicht. Geh zu deinem Großvater. Okay. Amelia hatte Neville nicht gesehen. Julian, George und Timmy aber auch nicht. Und auch Helen bemerkte die Freunde nicht. Was ist los, Helen? Hier geistern ein paar neugierige Kinder herum. Waren die hier unten? Ich habe nichts bemerkt. Aber ich habe dir ja gleich gesagt, wir sollten lieber nur nachts hier arbeiten. Okay, du hast recht. Ich gebe dem Alten heute Abend noch zwei Pillen ins Essen. Und dann ziehen wir die Sache hoffentlich durch. Komm jetzt. Okay. Julian, George und auch Timmy hielten die Luft an. Denn Neville kam auf dem Weg zur Tür ganz dicht an ihnen vorbei. Schließlich verschwand er mit Helen im Treppenhaus. Julian, George und Timmy liefen hinter den Schrank. Seht ihr das an, George? Neville hat angefangen, ein Loch in die Mauer zu reißen. Ja, und dahinter ist ein Hohlraum. Das sieht aus wie ein unterirdischer Gang. Halt, Timmy! Was machst du? Der wendige Timmy war durch das Mauerloch geschlüpft und losgelaufen. Nach einer Weile war er gar nicht mehr zu hören. Wieso kommt Timmy denn nicht zurück, Julian? Vielleicht ist dieser Geheimgang sehr lang. Timmy wird wohl bis an sein Ende traben. Hör mal, ich glaube, er kommt zurück. Da bist du ja wieder. Was hast du denn im Maul? Na, gib's her. Was ist das, George? Eine Münze. Die sieht sehr alt aus. Schau mal, mit römischen Zahlen.